with the shape of you. Hey Leute und herzlich willkommen zu diesem neuen Video hier auf dem Kanal und heute gibt es wieder Fortnite rette die Welt. Wieder ein Tipps und Tricks Videos. Nice. Genau, ein Video natürlich. Und heute soll es einmal um das beste Element gehen. Am Beispiel einer Nocturno. Physisch, Wasser, Natur, Feuer und Energie. Jetzt fragen sich sehr, sehr viele Leute, welches Element soll ich denn jetzt rauf machen auf meiner? In der Tat. Ich mache das jetzt mal am Beispiel von einer Nocturno. Ihr könnt das Ganze aber auch am Beispiel von einer Totengräber, von einer Belagerungsbrecher, Betsy, Bleiprügel, alle Waffen machen. Außer bei Sachen, wo es nicht anders geht, wie zum Beispiel beim Schneeballwerfer. Wenn man da mal kurz guckt, der kann nur Wasser drauf haben, der kann nicht mehr als Wasser drauf haben. Ergibt Sinn, weil Schnee und Schneeballwerfer. Nun ja, um ehrlich zu sein, es gibt kein bestes Element. Wenn man so will, ist das Beste oder sind die besten beiden physisch und Energie. Ich sag nur, dass ich empfehle, also natürlich gegen Massen sind physisch und Energie am besten, von Steinwald und Plankerton hinaus bis zum Anfang von Brutal empfehle ich jeden, seine Waffen auf physisch zu halten, wenn man die gegen viele Massen von Zombies benutzt. Ganz wichtig, physisch ist nur für Nebelmonster, Lobber und diese Baseball werfenden Zombies am besten geeignet. Also alle Nebelmonster sind nur physisch. Kann natürlich auch sein, dass mal ein Smasher kommt, der Natur oder so hat. Ist aber relativ selten. Deswegen da physisch erstmal. Auch für einen späteren Verlauf, wenn ihr eine Waffe habt, die ihr gerne für die benutzt, also die ihr sehr, sehr gerne nur gegen Nebelmonster benutzt, dann haut physisch rauf, weil sie dann einfach am meisten Schaden macht. Dann habt ihr den 100%igen Schaden daraus. Element macht gegen physische Gegner am wenigsten Schaden und gegen alle anderen, also gegen Feuer, Natur und Wasser Schaden. Und Wasser einfach gleich viel Schaden. Keine 100%. Ich glaube, das waren... Ja, Leute, ich will jetzt nicht lügen, aber nach meinem Wissensstand müssten das, ich glaube, 20% weniger sein oder nur 75%. Vielleicht auch nur 50% vom Schaden. Ich setze mich da jetzt an keine Zahl fest. Also von 50 bis 75% Schaden macht man mit Energie auf elementare Gegner. Wenn man Feuer hat, kann man am besten gegen Naturgegner ankämpfen. Wenn man Natur drauf hat, ist Wasser, also Wassergegner, sind dann am schwächsten, wenn man mit Naturwaffen, auf sie drauf schießt. Wenn man jetzt Wasser auf eine Waffe hat, dann ganz einfach gegen Feuergegner am besten. Physisch natürlich gegen physisch. So Leute, wir fassen einmal kurz zusammen. Physisch ist gegen physisch auf 100%igen Schaden effektiv. Element Energie ist gegen alle elementare Gegner gut, aber nicht das Beste. Feuer ist gegen Natur am besten, Natur ist gegen Wasser am besten und Wasser ist am besten gegen Feuer. Jetzt nochmal die Empfehlung, wer nicht richtig zugehört hat. Von Steinwald bis Ende Plankerton würde ich physische Waffen benutzen, auch ab und zu mal Energiewaffen, weil Plankerton kommen schon ab und zu mal ein paar Elementgegner. Aber ab Brutal würde ich dann mehr auf Energie gehen als alles andere. Natürlich, eine physische Waffe wäre nicht schlecht für Nebelmonster, Lobber, Baseballtypen und andere physische Gegner, die gerade kommen. Wenn ihr Lust habt, einfach mal diesen Vergleich zu sehen, schreibt es mir gerne mal in die Kommentare. Ich werde das jetzt nicht in diesem Video machen. Halt einmal. Wenn ihr mir in der Kommentare reinschreibt, dass ihr gerne mal den Unterschied zwischen eine Nocturno 106er, Full Legi Perks, Element, Energie und 20% Schaden dazu sehen wollt, gegenüber Element physisch plus 44% Schaden und natürlich Full Legi Perks. Könnt ihr mir gerne mal reinschreiben, ob ihr das sehen wollt, denn mache ich das einmal als Test. Zeige euch einmal, wie viel das ist, so vor einem anderen
Tipps und Tricks Video. Wenn ich irgendwas falsch gemacht habe, gerne in den Kommentaren korrigieren, aber bitte dann freundlich, denn ich bin auch neuer Mensch, ich kann auch irgendwas mal falsch sagen. Habt noch einen schönen Tag, Leute. Ich hoffe, euch hat das weitergeholfen, euch zu entscheiden, wie ihr vielleicht die Belagerungsbrecher vom Element her skillen sollt. Wenn ihr wollt, dass ich ab und zu mal Videos mache von, sagen wir mal, Nocturno und die besten Perks dazu, kann ich auch bei Belagerungsbrecher machen. Je nachdem, ne? Schreibt es auch gerne in die Kommentare. Ansonsten, Leute, war es das mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Habt noch einen schönen Tag und tschüss. We'll be right back.